So, meine lieben Freunde, die Profis oder besser gesagt der Profi war wieder mal am Werk. Ich zock hier fröhlich fleißig live auf Twitch zwei Rennen samt Training und Qualifying, bis ich dann irgendwann mal nach dem Ende vom zweiten Rennen merke, du Vollidiot, hast dein Mikro gemutet in OBS. Ich bin so dumm. Aber das mir zu schade ist, die Videos deswegen zu löschen, gibt sie es halt ohne meiner Quasselei. Das dritte Rennen, also für euch dann jetzt das dritte Video nachher, da ist dann wieder Ton von meiner Seite aus dabei. Ich hoffe, ihr bleibt trotzdem dran, ohne mein dummes Gequatsche, und schaut euch die Videos bis zum Ende an. Wenn ja, würde es mich freuen. Wenn ja, Dankeschön dafür. Und in diesem Sinne von meiner Seite aus, bis zum nächsten Video mit Ton. Ciao, ciao. Haben wir noch Verbesserungsbedarf. Kurve 1, Kurve 3, Kurve 5, Kurve 7, Kurve 11, Kurve 13. Reparaturarbeiten am Wagen haben uns etwas Zeit gekostet.
Workshop einige exzellente... Wenn du Informationen zur Strategie und den Rennzielen aufrufen möchtest, drücke die MFA-Taste für die Multifunktionsanzeige und dann erneut, um zum Bildschirm für Strategie und Ziele zu navigieren. Unsere beste Runde bis jetzt liegt bei 1,40,4. Noch schneller fahren. Kurve 1, Kurve 3, Kurve 5, Kurve 7, Kurve 11, Kurve 13. Das sieht gut aus. Versuchen wir jetzt in den violetten Bereich zu kommen. Du erhältst einen Beständigkeitsbonus, wenn du mehrere Kurven hintereinander meisterst. Thank you.
Das ist die letzte Runde des Programms. Die letzte Runde des Programms. Alles klar, das Programm ist abgeschlossen. Hat etwas Zeit gekostet, die Schäden am Wagen zu reparieren. Es wird Zeit, noch einmal einen Blick auf die drei Bestplatzierten zu werfen. Der Kapitän, Verstappen und Charles Leclerc. Was für eine unglaubliche... Gute Arbeit auf der Strecke. Nun zu ein paar Fragen. Im Training waren Sie richtig schnell. Werden wir im Qualifying ähnliche Zeiten zu sehen bekommen? Sie haben heute ganz schön Lack einbüßen müssen. Hatten Sie Schwierigkeiten mit dem Grip oder Probleme, die Kurven richtig einzuschätzen? Tja, trotzdem danke. Thank you.
Das war eine fantastische Fahrt. Wir sind alle bereit für das morgige Rennen, aber bevor es losgeht, werfen wir einen kurzen Blick auf die vorderen Plätze der Startaufstellung. Gut gemacht, eine solide Leistung. Im Rennen bitte gern mehr davon. Willkommen also am Circuit Paul Ricard, der Heimat des französischen Grand Prix, dem Heimrennen vom Team Renault und natürlich auch einiger Fahrer aus dem Feld. Sehen wir uns kurz die Startaufstellung für das heutige. Dieser Grand Prix ist ein Heimrennen für unseren Motorlieferanten. Lass uns ein spannendes Rennen für Sie fahren. Das war kein guter Start, aber reg dich nicht zu sehr auf. Wir können das alles noch retten. Sanfter mit dem Wagen. So viel Schaden verträgt er auf Dauer nicht.
das Polster zwischen dir und deinem Verfolger pro Runde um einige Sekunden. Der Starkregen wird noch 10 Minuten dauern und dann in leichten Regen übergehen. Die Strecke trocknet jetzt ab, aber es wird eine Weile dauern, bis das Wasser nicht mehr auf der Ideallinie steht. Slicks kommen jetzt noch nicht in Frage. Gemacht. Du bist die bislang schnellste Runde des Rennens gefahren. Thank you.
schnellste Rundenzeit für dieses Rennen. Starker Regen zieht vorbei. In etwa 2 Minuten wird es nur noch leicht regnen. Flagge. Pass auf, im nächsten Streckenabschnitt gab es einen Unfall. Keine Überholmanöver, solange du gelbe Flaggen siehst. Okay, alles klar. Etwa 5 Runden kommen wir mit dem Benzin noch raus. Wir raten dir, auf Mischung 2 umzustellen. Umstellen auf Mischung 2. We'll be right back.
Position zu Verstappen. Er wird langsamer. Anscheinend hat er ein Problem mit seinem Auto. Ich glaube, für den Moment fahren wir die richtigen Reifen.
ist deine letzte Runde, die letzte Runde des Rennens. Hat das DRS jetzt aktiviert. DRS ist jetzt aktiviert. Unser Benzin reicht nicht für eine weitere Runde. Der Tank ist leer. Das war ein hartes Stück Arbeit. Herzlichen Glückwunsch. Eine wunderbare Leistung heute von McLaren. Stefan Römer, was denkst du, wie sie dieses Resultat erzielen konnten? Ich denke, die Konstanz war heute der Schlüssel zum Erfolg. Schnell sein ist eine gute Sache, aber du musst eben Runde für Runde für Runde schnell sein. Wenn du das schaffst, kannst du von den Fehlern anderer Fahrer profitieren, falls du selber keine machst und so weit nach vorne ins Feld fahren. Die Sieger sind jetzt auf dem Weg zum Podest. Es war ein fantastisches Rennen für das Team von McLaren, das steht fest. Sie werden heute Abend mit Sicherheit ordentlich eine Party feiern. Dann sehen wir einmal nach, welche Auswirkungen dieses Resultat auf die Weltmeisterschaft hat. Trotz der großen Bemühungen des Spitzenreiters ist der Vorsprung in der Meisterschaft etwas zusammengeschmolzen. Also Stefan, wer ist für dich der Fahrer des Tages? Als Fahrer des Tages würde ich vermutlich Lando Norris wählen. Er ist seinem Ruf absolut gerecht geworden und ich denke, dass er zu Recht voller Stolz nach Hause gehen wird. Kommen wir zu den Konstrukteuren. Mercedes baut seine Führung weiter aus. Nun, das war auf jeden Fall ein aufregendes Wochenende. Großartige Leistung da draußen. Ich nehme an, Sie sind recht zufrieden damit. Wie geht es Ihnen nach diesem Sieg? Nach letzter Woche läuft es um einiges besser, oder? Klasse, das war dann alles. Gute Arbeit, genau darauf habe ich gehofft. Mach nur weiter so.
Team hat den Vertragsbedingungen zugestimmt. Alles, was jetzt noch fehlt, ist die Unterschrift, damit der Vertrag ab dem nächsten Rennen am Wochenende in Kraft treten kann.